So, nachdem wir unsere Frequenztrennung soweit durch haben, packen wir das Ganze in einen Ordner und nennen den dann Frequenztrennung. FQ habe ich ihn jetzt einfach mal genannt. Und als nächsten Schritt, wie schon angekündigt, machen wir die Haut ein wenig weicher und ist auch so ein gewisses Abpudern für glänzende Stellen und so weiter. So, wir kopieren uns alle Ebenen wieder auf eine mit Ctrl Alt Shift E. Diese Ebene nehmen wir in den Modus strahlendes Licht, invertieren das Ganze mit Ctrl I und wählen dann den Filter, sonstige Filter, Hochpass. So, normalerweise bringt uns der Hochpass mehr Details. In dem Fall ist es aber so, da wir die Ebene invertiert haben, hat es den entgegengesetzten Einfluss auf unsere Ebene. So, und jetzt gucken wir mal, wie sich das ganze Bild verändert. So haben wir fast keine Veränderung und so machen wir das Bild einfach weicher. Jetzt können wir mal schauen, wie weit wir das wollen. Ich nehme jetzt mal den Wert von 2,4. Seht, das ist ein bisschen weicher auf jeden Fall über das komplette Bild. Bestätige ich mit OK. Als nächstes gehen wir nochmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann nehmen wir den Hochpass, den Gaußscher Weichzeichner, Entschuldigung, Gaußscher Weichzeichner. Der funktioniert auch entgegengesetzt und bringt uns wieder die Details. Ganz dezent. Ich nehme da mal einen Wert von 1,14. Oh, 1,2, mal gucken. Und okay. So. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon ein weicheres Hautbild. Problem ist dabei nur, es hat sich auf das komplette Bild ausgewirkt. Deswegen nehmen wir da eine Ebenenmaske, die uns das als erstes mal deaktiviert. Wir klicken oder beziehungsweise drücken die Alt-Taste und gehen auf unser Ebenenmaskensymbol. In dem Moment wird eine schwarze Ebene über das ganze Bild drüber gelegt. Das heißt, unsere Änderungen vom Weichzeichnen sind nicht sichtbar. Erst dann, wenn wir auf dieser Ebene, auf der schwarzen Ebene mit Weiß drüber malen, können wir diese Bereiche wieder sichtbar machen. Das heißt, wir malen quasi mit Weiß, mit einem weißen Pinsel, das weiche Hautbild drüber. Oder blenden es ja ein quasi. So, ich nehme mir da mal ein bisschen härteren Pinsel, da man aufpassen muss, dass man nicht über Augenbrauen oder über irgendwelche Details rüberkommt, die man im Bild eben braucht. Wie Augenbraue und so weiter. Augenbraue, Auge, Nase, Mund, Haare. Ja? Also ich nehme mir einen harten Pinsel. Und gehe jetzt einfach her mit einer weißen Farbe. Nehmen wir ruhig die Deckkraft von 100. Wir können das hinterher noch runterregeln. Malen wir jetzt einfach über unsere Bereiche der Haut drüber.
Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr nicht über die Augenbrauen kommt. Und auch an den Rändern müsst ihr aufpassen, da gibt es ganz schnell mal irgendwelche Säume, die ganz seltsam aussehen. Ich mache es am Anfang lieber ein bisschen grober, auch mit naja, dass man es mehr sieht auf jeden Fall, das was mit der Haut gemacht ist. Da ich ja weiß, ich kann ja hinterher die Deckkraft nochmal ein bisschen anpassen. Können wir eigentlich auch direkt hier am Arm machen. Der hat ja auch so ein paar Flecken, sag ich mal. Jetzt bringt es auch schon ein bisschen was. Ja, sehr gut. Okay. Falls ihr nicht mehr seht, wo habt ihr gemalt, wo habt ihr nicht gemalt, ihr könnt auf die Ebenenmaske hier klicken mit gedrückter Alt-Taste und dann blendet ihr euch gerade nochmal die Maske ein. Da sind genau so wie hier kleine Bereiche, die jetzt außen vor sind, die man dann nochmal bemalen kann. Ich gucke mir immer ungefähr an, ah, da fehlte was, da kann man nochmal drüber und gehe dann nochmal mit der normalen Ansicht an die entsprechenden Dellen. So. Genau. Jetzt war die Haut schon ein bisschen weicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das in dem Video seht, weil die Aufnahme doch nicht so die beste ist. Zugegeben. Aber hier tut sich schon was. Das ist mit weicher Haut, ohne weiche Haut. Mit weicher Haut, ohne weiche Haut. Ganz ehrlich, ich finde es trotzdem ein bisschen krass, deswegen nehme ich die Deckkraft davon auch ein bisschen runter. Machen wir es mal auf 50%. Können wir mal schauen. Ich würde es noch ein bisschen weiter runter machen. Ich mache es mal auf 25. 25%. Da sieht man ja nicht mehr viel davon, aber es reicht mir völlig aus. Weil, ich finde es immer gut, wenn man sieht, okay, die Person könnte mit Photoshop gearbeitet haben oder, boah, krass, der hat mit Photoshop gearbeitet. Ich finde es deswegen cool, wenn man es eher nicht so sieht. Deswegen, ja, die Deckkraft ein bisschen runterstellen. Mit einem guten Kumpel, Fotografenkumpel, haben wir hier da gibt es immer die 10%-Regel. Letztendlich, wenn du alles von dem, was du machst, einfach nur 10% als Deckkraft verwendest, dann passt es meistens ganz gut, ja. Also einfach immer ein bisschen Deckkraft runter. Mittlerweile, man sieht es beim Bearbeiten irgendwann nicht mehr, man wird da ein bisschen blind. Deswegen empfehle ich auch oftmals irgendwie mal vom Rechner wegzugehen und was ganz anderes zu machen und dann wieder hin und dann sieht man immer mal so Sachen, was habe ich denn da gemacht? Da gucke ich lieber nochmal hin. Und deswegen auf jeden Fall. Gut, aber das zur weichen Haut auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder im nächsten Schritt.
Wenn es dann Richtung Dodge and Burn geht. Dodge and Burn. Also dann bis gleich.